So, ich mache mir jetzt als allererstes einen Zopf, weil letztes Mal wurde das kritisiert, dass ich keinen schönen Zopf habe. Also Leute, wenn ich zum Stall gehe, mache ich mir eigentlich nicht extra hübsch davor. Aber natürlich einen gescheiten Pferdeschwanz kann ich natürlich für euch machen. Ich hoffe, es ist jetzt so recht. Ihr wisst, ich liebe Messi her und deshalb ist bei mir nie alles in einer Linie. Ich begrüße euch jetzt erstmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich hoffe natürlich, es geht euch allen gut. Ich habe euch ein Video zur Strahlfäule gemacht und wie das Ganze sich jetzt entwickelt hat, zeige ich euch jetzt. Es ist, glaube ich, der 5. Tag. Heute ist Sonntag und ich trage das jetzt halt wieder auf. Ich fahre heute an den Stall. Ich habe somit heute auch Stalldienst. Ich muss ausmisten. Schauen wir mal, wie viel da ist, weil gestern war ein wunderschöner Tag. Vielleicht waren die auch gar nicht im Stall und ich habe gar nichts zu tun. Das wäre natürlich ideal. Aber ich muss natürlich trotzdem hin, um zu schauen und natürlich auch, ich wollte die von Nita ein bisschen bewegen und dann wollte ich einfach noch mich um ihren Strahl kümmern und dann nehme ich euch jetzt halt einfach mal mit. So ihr Lieben, ich bin gut angekommen am Stall, wie ihr sehen könnt. Jetzt gucke ich erstmal rein, wie viel Kacke überall rumliegt, ob ich jetzt erst mein Pferd mache oder ob ich erst ausmiste. Stunde der Wahrheit. Es ist so cool. Es liegt einfach nichts drin. Oberer Stall. Schauen wir mal in den unteren Stall. Ein Traum. So wünscht man sich's doch, oder? Seid mal ehrlich. Jackpot. Ich muss nicht misten. Das war gestern auch so cool. Die Julia hätte misten sollen. Dann schreibe ich einfach gemistet hin. Und das mache ich jetzt auch. Sonntag, also wir haben hier so eine Tafel quasi und da schreiben wir uns das dann alles hin. Ja, und da ich nichts zu tun habe, umso besser, kann ich gleich nach hinten latschen und mein Pferdchen holen. Und ich mache die Hufe quasi erst dann quasi. Also ich mache die Hufe, wenn ich wieder zurückkomme vom Sandplatz, dann werde ich sie bearbeiten, weil dann lasse ich sie noch ein bisschen im Separé hier stehen, weil hier ist es einfach trocken und dann kann das auch gut einwirken. In meinem Strahlfäule-Video, was ich euch jetzt hier oben mal verlinke, habe ich euch auch genau gezeigt, wie ich das Produkt anwende. Also schaut unbedingt da gerne mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie ich das anwende. Hallo, Pony sagt Hallo zu mir. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt richtig zugemacht. Ich mache mal lieber hier richtig zu. Nicht, dass du mir ausbückst. Nicht, dass du mir ausbückst, du kleiner Opi. Ist der Älteste hier im Stall. Und so, jetzt marschieren wir wieder hinter. Es ist schon besser geworden mit der Matsche, weil wir hatten jetzt, die letzten Tage waren schön und deshalb ist es nicht ganz so matschig. Klar, jetzt in der Nacht war es ein bisschen kühler. Hat so leicht gefrostet. Deshalb ist natürlich die Wiese jetzt auch wieder nass. Ja, es ist ja auch jetzt fast Ende Oktober. Es ist Ende Oktober. Oh Gott, ich habe bald Geburtstag. Wer ist noch ein Novemberkind? Schreibt mir das gerne mal. Also, oder halt generell, wann ihr Geburtstag habt. Ich habe am 8. November Geburtstag. Oh mein Gott, ich feiere eigentlich nie Geburtstag. In der Früh habe ich immer Geburtstag gefeiert. Ich glaube, das ging bis 18 oder so. Und dann war es mir eigentlich relativ wurscht. Ich dachte immer so, willst du was machen? Ich so, weiß ich nicht. Ich bin halt dann manchmal brunchen gegangen oder habe bei mir zu Hause einen Brunch gemacht. Aber so richtig Party mache ich eigentlich nicht. Aber das habe ich auch nie gemacht. Auch mit meinem 18., 19. habe ich nie so eine richtige Party gemacht. Ich war wirklich brav. Riesenloch. Und das war nicht mein Hund. Aber hier hat mein Hund gewütet und umgegraben. Und die Nadine immer sagt, ja, wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Und dann hat sie natürlich noch weiter gegraben. Ich vermisse meinen Wuffi schon. Die kleine Maus. Naja, ich werde sie wahrscheinlich nächste Woche sehen, wenn ich zu meinen Eltern wieder fahre. Schaut mal, hier sind auch gute Rutschspuren von den Pferdels. Und ich muss euch sagen, meine Hand friert fast ab, weil es so kalt ist. Die andere Hand steckt hier in der Westentasche. Brr, ich muss mir jetzt halt mal Handschuhe besorgen. Ihr könnt mir mal schreiben, auch,
ob ihr Handschuhe habt und wenn ja, welche. Da bin ich euch sehr dankbar, weil ich mir auf jeden Fall welche kaufen werde. Und vielleicht habt ihr einen mega Tipp für mich. Jetzt muss ich mal die Hand wechseln, weil es echt urkalt ist. Puh. So, mein Pferd wird wahrscheinlich ganz hinten wieder stehen oder ganz oben, wie ich sie kenne. Und kein Millimeter zu ihr kommen. Ach ja, und ganz viele haben gefragt, ob ich ein Postfach habe. Das habe ich euch immer in die Infobox verlinkt. Ich habe ein neues Postfach. Also falls ihr mir einen Brief oder Paket schicken wollt, sehr gerne. Und wenn ihr halt quasi eine Antwort von mir haben möchtet, einfach einen Umschlag mit eurer Adresse und einer Briefmarke draufkleben schon, dann werde ich euch natürlich antworten. Ich sehe sie. So, jetzt mal wieder. Wer sieht sie alle? Jetzt geht sie gerade. Seht ihr sie? Schreibt sie mal in die Kommentare. Und ich glaube, sie hat mich gehört. Deshalb marschiert sie gerade weg. Fauni! Sie hat mich ganz genau gehört. Diese Schlawinerchen. Faunita! Faunita! Jetzt schaut sie. Hallo! Matte! Oh, sie schaut gar nicht mal so schlimm heute aus. Also von der einen Seite schaut die ja richtig geputzt aus, würde ich jetzt sagen. Nein, Schmarrn. Hinterhaxe ist sehr dreckig. Aber so am Kopf und am Hals. Yes, Giomi, grüß dich. Guten Morgen. Und die anderen machen Watch, Watch gegenseitig oder was? Schauen sich gegenseitig an. Hey, meine Süße. Kuck, kuck. Ja, grüß dich. Guten Morgen. Hallo. Hm. Wie sie alle ankommen, weil die denken, ich habe Futter. Nein, du musst nicht gehen. Bleib bei mir. Ich will doch dich haben. Und nicht die anderen. So, wir sind jetzt unten angekommen. Und jetzt hole ich mal schnell meinen Putzkasten. Dann wird die kleine Maus noch ein bisschen sauber gemacht. Gell? Und... ja, was ist in deinem Auge? Ekel. Schlotter hattest du im Auge. So, auf jeden Fall hole ich noch schnell Putzkiste. Und dann geht's los. Was ich mir überlegt habe, wir machen heute ein bisschen Freiarbeit. Ohne Longe. Einfach so ein bisschen Spaß haben, aber da werde ich euch natürlich mitnehmen. Vielleicht hat sie ja auch Lust drauf, manchmal hat sie keine Lust drauf. Schauen wir jetzt halt einfach mal. So, da steht die kleine Maus. Da mache ich nämlich immer so ein bisschen den, sagt schon, den Sandplatz trenne ich so ein bisschen ab. Wie mache ich das jetzt? Mit einer Hand, sage ich euch, ist es ein bisschen schwierig. Ich bräuchte eigentlich immer jemanden, der filmt, aber habe ich leider keinen. So. Hallo. Take a stand for the people, for the land.
Da schläft einer heute noch. Und ab. Gut so. Die sind fertig geputzt. Wir schlafen aber noch, wie ihr seht. Dennoch machen wir jetzt halt einfach ein bisschen Spaß am Sandplatz. Guck. Ich glaube, sie will am liebsten nur schlafen. Ja, dann darfst du nachher auch wieder hin zu deinen Kumpels. Komm, jetzt geh mal. Komm. Komm jetzt. Gut, so. Jetzt muss ich euch mal kurz hier so in die Hand nehmen. Und steh. Ja, gut. Raus mit dir. Raus mit dir, komm. Einmal rum. Gut, so. Alles nicht so einfach. Wie gesagt, ich habe nur eine Hand voll. So. Na, essen tun wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt auf den Sandplatz. Schneckeli. Oh, ich habe was beim Gesicht vergessen. Seht ihr das? Hier. Hui, und die Mähne. Eieiei. Müssen wir mal wirklich ins Beauty-Studio gehen, wir zwei? Können wir eigentlich mal diese Woche machen? Das ist mein Auto. Wirst du wieder mit dem ein bisschen knutschen? Habe ich nämlich auf Instagram, auf ihrer Instagram-Seite, habe ich ein Bild hochgeladen. Da hat sie mit meiner Motorhaube ein bisschen rumgeknutscht. Und jetzt komm, Schatz, auf geht's. Es ist so süß geworden. Falls ihr die Instagram-Seite von ihr noch nicht kennen solltet, werde ich sie euch jetzt hier nochmal einblenden. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Es ist echt so süß geworden. Da geht sie dann immer wieder so hin. Gell, von dir ist die Rede, Schatz. Ja, sie ist noch sehr müde. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf dem Sandplatz ist. Aber schaut, deshalb will ich jetzt einfach heute mal... Na, essen brauchen wir nicht, komm. Deshalb will ich einfach mit ihr so ein bisschen Spaß haben auf dem Sandplatz. Wir waren gestern ausreiten. Ja. Nicht immer den gleichen Trott haben. Und wir sehen uns dann gleich auf dem Sandplatz. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Sandplatz angekommen. Ich werde euch jetzt gleich hier auf den Hocker wieder stellen. Und die Kleine schläft hier gerade. Und da nehme ich das Seil quasi und spanne das hier rüber. Dann habe ich hier so ein kleines Quadrat. Und erstmal muss ich sie da rüberbringen. Kann sie meinetwegen dort drüben schlafen. Aber ihr werdet das ja eh alles gleich sehen. Ja, fein.
So, wir sind fertig und ich glaube, es hat dir schon Spaß gemacht. Jetzt muss ich noch schnell die Kacke aufräumen, die sie mir dahin gemacht hat. Und dann geht's auch schon hoch. Dann werde ich mich ein bisschen um den Huf von ihr kümmern. Und dann kann sie schon wieder zu ihren Freunden. Gell, Fauni, hast du gut gemacht. Gut gemacht hast du es heute. Ja, sie war echt super drauf. Am Anfang war sie ein bisschen so, weiß nicht. Aber dann fand ich sie echt gut. Ja, das ist deine Kacke hier. Jetzt klatschst du mir noch rein. Stell ich mal kurz hier drauf. So. Auf geht's nach Hause. Langsam. Du hast jemanden auf dem Buckel. Ich nehme euch mal lieber. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. Meine Kamera ist eh schon so oft runtergefallen in den letzten, die letzten Male. Nicht, dass sie dann kaputt ist. Kostet ja auch was, gell? Viele fragen mich auch, welche Kamera ich verwende. Die werde ich euch einfach mal unten in die Infobox verlinken. Na, nicht essen. Ach, du bist doch ein Eumel. Komm! Auf geht's, wir gehen heim. Komm, Fauni. Gut, so, fein. Gut gemacht, fein. Gehen heim. Komm. Auf geht's nach Hause. So, wir sehen uns dann oben wieder. So, ich hole jetzt halt mit meinem E-Horse das Eimer, hole ich mir jetzt noch ein Wasser, damit ich meine Hufe schon auswaschen kann und tue da noch ein bisschen Kernseife rein. Aber wie gesagt, das zeige ich euch jetzt nicht, weil ich das gar nicht zeigen kann. Ich habe kein Stativ dabei oder hier ist halt niemand da, der das jetzt kurz filmen könnte. In meinem strahlvollen Video, wie ich vorhin schon angesprochen habe, habe ich es euch gezeigt, wie ich das mache. Also werde ich euch gerne unten auch nochmal verlinken. Und also in der Infobox. Und hier hole ich mir jetzt kurz Wasser. Wasche das kurz einmal aus. Und dann werden die Hufen gemacht. Ich zeige euch an, wie sie da steht. Ich will zu meinen Freunden. Ich will nicht. Was habt ihr schon wieder vor? Gell? Das denkst du dir jetzt. Da muss man jetzt durch, Fauni. Müssen wir durch. So, ihr Lieben, es ist gerade dunkel. So seht ihr mich besser. Ich habe die Faunita, also ich habe der Faunita jetzt halt den Huf gemacht. Und hier seht ihr, steht sie im Trocknen. Das ist ganz gut. Ich habe jetzt halt auch Heu rein, damit sie einfach noch ein bisschen im Trocknen stehen bleibt. Und damit einfach die Paste, die ich hier drauf getan habe, damit die gut einzieht. Und hier heute mumpelt die da. Ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr jetzt meine letzten Videos nicht gesehen habt, werde ich die euch hier unten nochmal verlinken. Also hier drüben und hier unten. Dann könnt ihr da noch vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt geht's für mich nach Hause zum Frühstücken. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Sonntag und bis bald. Mua. Tschüss.